Hallo ihr Lieben, heute soll es endlich mal noch meinen Lesemonat vom Januar geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes erstmal vorweg, ich möchte die Lesemonate ab diesem Jahr ein bisschen anders machen, denn ich finde, die sind einfach zu lang und ich will echt versuchen, die ein bisschen kürzer zu kriegen, weil ich glaube, das ist einfach für euch entspannter und für mich ist das auch irgendwie ein bisschen entspannter, wenn ich nicht hier immer stundenlang sitze und rede. Und ja, deswegen werde ich die Inhaltsangaben und das, worum es in diesem Buch geht, ab sofort in den Lesemonaten weglassen. Ich werde euch nur noch sagen, wie mir die Bücher im Großen und Ganzen gefallen haben. Ich werde auch nicht mehr so genau auf die Bücher eingehen. Also ich werde jetzt nicht nochmal sagen, wie die Handlung war, wie das war, wie das war. Weil dafür mache ich die Rezensionsvideos, die ihr euch angucken könnt. Und ja, der Lesemonat soll ja nur so ein kleiner Einblick sein über die Bücher, die man gelesen hat und über die Meinung darüber. Deswegen, wie gesagt, Inhaltsangaben lasse ich weg und ich sage euch nur noch kurz und knackig, wie mir das Buch gefallen hat, was mir vielleicht besonders gut gefallen hat, was mir vielleicht gar nicht so gut gefallen hat. Und ja, hoffe, dass wir dadurch die Lesemonate ein bisschen knackiger kriegen und dass es hier nicht mehr so ein ausschweifendes irgendwas wird. Das sind die Worte jetzt am Anfang dieses Videos. Mal gucken, wie lange es wird. Wahrscheinlich eine halbe Stunde. Wir werden sehen. Ich werde mir aber Mühe geben, das Ganze ein bisschen kürzer zu fassen. Ansonsten ist der Januar für mich sehr, sehr gut gestartet. Ich habe 11 Bücher im Januar insgesamt gelesen, was ich echt viel fand. Also ich muss auch sagen, ich habe echt in der zweiten Hälfte vom Januar sehr, sehr viel gelesen. Irgendwie in der ersten Hälfte ist so gar nichts passiert. Da habe ich 3 Bücher, glaube ich, gelesen. Und dann war ich eine Woche krank zu Hause. Und was macht man, wenn man krank zu Hause liegt? Dann liest man. Also habe ich da in der Woche dann echt, glaube ich, 4 Bücher oder so gelesen, habe damit dann echt krass aufgeholt. Und ja, 11 Bücher waren es im Januar und zeige ich euch jetzt. Ich werde sie jetzt nicht der Reihe nach in die Kamera halten. Ich nehme die jetzt einfach so, wie sie hier kommen. Und ja, wenn ihr Näheres zu den Büchern wissen wollt, schaut einfach in die Videos. Ihr seht sie auf den Thumbnails, welches Buch wo vorgestellt wird und dann klickt ihr einfach darauf und dann erfahrt ihr genaueres über die Bücher. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Buch und das war Engelsblut, der dritte Teil der Gilde der Jäger von Nalini Singh. Ich muss sagen, dass der dritte Teil der Gilde der Jäger für mich bisher der schwächste Teil der Reihe war. Es war ein Teil, der sich gezogen hat wie Kaugummi. Und ich habe auch bei der Gilde der Jäger Schwierigkeiten mit der Engelspolitik. Also dieses ganze Drama mit dem Engelsrat und dem Erwachen irgendwelcher Urengel und das ist irgendwie alles nicht so meins und diese ganze Problematik, die da draus entsteht, war auch nicht so meins. Deswegen hat sich dieses Buch für mich auch ziemlich gezogen und ich war froh, als ich die Geschichte dann hinter mir hatte, denn dieses Buch hat sich auch wirklich bis auf die letzten 50 Seiten nur gesteigert. Also die Spannung wurde immer weiter aufgebaut und 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 aufgebaut. Und du denkst ja irgendwann, jetzt passiert doch endlich mal was. Jetzt muss endlich mal was passieren. Und es passierte wirklich erst auf den letzten 50 Seiten, dass die Spannung dann quasi sich entladen hat und es dann bumm gemacht hat und man alles erklärt bekommen hat. Und das fand ich echt nicht so cool, weil dadurch einfach in dem ganzen Buch vorher nicht wirklich viel passiert ist. Aber es ist der dritte Teil der Reihe. Es war jetzt erstmal der letzte Teil, wo es um Raphael und Elena geht. Also die ersten 3 Teile gehen um den Erzengel Raphael und um die Gildenjägerin Elena. Im 4. Teil geht es um Dimitri. Im 5. Teil geht es um einen anderen der 7 Krieger, glaube ich. Oder 8? Wie viele Krieger hat denn der gehabt? 7? 8? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht es ja um die Krieger von Raphael. Und im 6. Teil geht es dann wieder um Elena und Raphael. Ich bin schon sehr gespannt, weil der 6. Teil ist auch relativ dick, was da dann alles passieren wird. Aber ich freue mich jetzt, dass die nächsten beiden Bücher erstmal nicht mit den beiden so wirklich zu tun haben, weil es reicht dann auch einfach irgendwann mal mit Elena und Raphael, so gern ich die beiden habe. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Und ja, wie gesagt, der 3. Teil von der Gilde der Jäger war jetzt nicht mein Lieblingsteil, aber ich habe ihn gelesen. Ich bin froh, dass ich ihn überstanden habe und ich möchte auf jeden Fall diesen Monat noch den 4. Teil lesen. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar war das dieses hier, Morgentau von Jennifer Wolf. Das ist der erste Teil der Auserwählten der Jahreszeitenreihe und Morgentau war nicht mein Buch. Ich weiß, dass viele von euch diese Geschichte lieben und die Geschichte ganz toll finden und ja, meine Geschichte war es nicht. Ich kam einfach mit Maya nicht so zurecht. Sie war einfach nicht meine Protagonistin. Sie war mir einfach zu jugendlich, zu naiv, zu gutgläubig, zu unbedacht und ja, das war einfach nicht meine Geschichte und ich muss sagen, dass dann im weiteren Verlauf der Geschichte, es ist ja nur ein dünnes Buch, ich die Entscheidungen von ihr absolut nicht verstehen konnte und auch dieser Rattenschwanz, der dann aufgrund ihrer Entscheidung, die sie getroffen hat, da hinten dran hing, das war irgendwie auch alles nicht so meins, das war für mich alles sehr unlogisch und auch das Ende hat für mich nicht viel rausholen können. Ich fand das Ende irgendwie merkwürdig, ich dachte so, aha, ja, es ist nett,
Aber es war halt einfach nicht meine Geschichte. Ansonsten, was den Ansatz der Geschichte betraf, mit der zerstörten Welt und Gaia, die einen kleinen Flecken Erde gerettet hat, fand ich richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es war nicht meine Geschichte. Ich werde die Reihe auch nicht weiterlesen. Und ja, alle, die die Geschichte lieben und gut finden, sorry, aber meins war es nicht. Dann habe ich im Januar den vierten Teil der Game-On-Reihe gelesen, trotz allem Du von Kristen Callihan. Und auch der vierte Teil hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe die Game-On-Reihe von Kristen Callihan. Hier geht es ja um Football-Spieler. In den ersten beiden Teilen der Reihe ist man ja noch am College und ja, im dritten und vierten Teil sind unsere Charaktere dann schon vom College weg und sind schon ein bisschen älter und spielen halt schon in der Profiliga Football. Und ich mag einfach die Geschichten von Kristen Callihan um diese ganzen Footballspieler sehr, denn sie schreibt sehr sympathische Charaktere, sie schreibt witzige Geschichten, sie schreibt romantische Geschichten und ich mag einfach die Dynamik zwischen den Charakteren immer sehr. Und Finn und Chaz sind einfach zwei ganz, ganz tolle Charaktere, die die Autorin in diesem Buch geschaffen hat. Und ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Geschichte und kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Bock auf so erotische Liebesgeschichten, / New Adult habt, weil ich würde sagen, das ist nicht richtig Erotik, aber das ist auch nicht mehr richtig New Adult. Also es ist irgendwas da dazwischen. Ja, also falls ihr Lust auf solche Geschichten habt, schaut euch Game On trotz allem Du auf jeden Fall an. Man kann die Bücher unabhängig voneinander lesen. Ich empfehle aber immer trotzdem die Reihe der Reihe nachzulesen, weil sonst hat man immer das Gefühl, dass einfach was fehlt und das ist irgendwie doof und ja. Aber Game On trotz allem Du ist mein zweitliebster Teil der Reihe inzwischen. Mein Lieblingsteil ist der dritte, wo es um Dex und Fiona geht. Ist einfach so gut. Haha. Und ja, der vierte, wie gesagt, kommt gleich danach. Ich mochte einfach Finn und Chaz und die Dynamik zwischen den beiden sehr. Und ja, kann euch dieses Buch auch nur empfehlen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen und in die Welt der beiden einzutauchen. Und ja, Footballspieler, was soll man dazu sagen? Die sind einfach heiß, ne? Die sind einfach toll. Dann habe ich meine erste Reihe dieses Jahr beendet und zwar war das Angel Fall am Ende der Welt. Das ist der dritte Teil dieser Trilogie und ja, der dritte Teil war auch wieder richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Lösungsansatz der Geschichte ultra kreativ und ich mochte den dritten Teil einfach. Also am Ende sind auch einige Fragen noch offen geblieben, wo man das nicht erklärt bekommen hat, wieso, weshalb, warum und was das jetzt für Konsequenzen hat und was als nächstes passiert. Und das sind alles so Fragen, wie gesagt, die im Raum stehen und offen bleiben. Aber ich finde, man hat halt dann für sich und seiner Fantasie mehr Spielraum. Also man kann dann selber sich überlegen, okay, wie geht die Geschichte wohl weiter? Was passiert als nächstes? Und ja, ich finde die Geschichte einfach toll. Ich liebe diese apokalyptische Szenerie, in der das Ganze spielt. Ich liebe es, dass die Engel hier die Bösen sind und nicht die Guten. Und ich finde Penryn als Protagonistin einfach so gut. Sie ist so kick-ass und sie lässt sich von niemandem was sagen und sie kämpft sich durch alles durch. Und auch die Nebencharaktere in diesem Buch sind einfach so toll. Die Mutter, ich kann immer nur sagen, die Mutter von Penryn, hat die eigentlich einen Namen? Ich glaube nicht, ist immer nur die Mutter. Die ist so toll, die ist so durchgeknallt und so crazy und auch diese Eiersache. Das ist so, das zieht sich durch alle drei Teile und hier kriegt man es dann endlich erklärt und ich denke mir so, oh, cool ist das denn? Und ja, also tolle Charaktere, eine tolle Stimmung in diesem Buch, ein tolles Setting und ich fand auch die Handlung einfach richtig toll. Wie gesagt, der Lösungsansatz zum Ende hin war einfach richtig kreativ und hat auch einige Fragen beantwortet, wo man sich dachte, warum ist das so? Und ja, ich mochte es sehr und kann euch diese Reihe wirklich nur ans Herz legen. Sie ist so, so toll. Einer meiner liebsten Reihen, die ich bisher gelesen habe. Und ja, ich liebe, liebe, liebe sie und lege euch nahe, falls ihr mal Bock auf Engelgeschichten habt, wo die Engel die Bösen sind, schaut euch Angel voll an. Ihr macht da nichts falsch, wenn ihr die lest. Die ist so, 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 so toll. Dann noch im Januar gelesen habe ich Diamonds for Love von Leila Hagen. Ich habe dieses Buch vom Verlag zugeschickt bekommen, also ohne, dass ich es angefragt habe, wie einige andere Blogger auch noch. Ich muss sagen, Diamonds for Love ist eine Geschichte, die mich im positiven Sinne sehr überrascht hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so ein purer Erotik-Schinken ohne Handlung wird, à la Crossfire. Und aber nein, ich habe mich geirrt, dieses Buch ist einfach richtig cool. Es ist hier eine Liebesgeschichte, es geht um Sebastian Bennett und der leitet halt so eine Diamantenfirma. Und ich fand es halt gut, dass Sebastian Bennett ein ganz normaler Mann war, ohne irgendwelche Kindheitstraumata oder irgendwas anderes. Er hat halt einfach nur Probleme, eine Frau zu finden, weil alle nur sein Geld wollen und seinen Status. Und das haben reiche Männer ja oft. Also es ist für mich nachvollziehbar. Und unsere Protagonistin in der Geschichte, Ava, war auch einfach so sympathisch. Sie ist auch eine bodenständige junge Frau, die weiß, was sie will und die schon einiges im Leben erlebt hat. Und daraufhin halt natürlich auch viele Zweifel in sich trägt. Und ich fand einfach die ganze Geschichte toll. Ich mochte das Setting, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung.
Ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil mit den Bennett-Geschwistern weitergeht, denn es wird sich alles um diese Familie drehen, denn Sebastian Bennett hat insgesamt 8 Geschwister, also es sind 9 Kinder insgesamt, die die Eltern da in die Welt gesetzt haben. Deswegen ist hier noch einiges offen an Spielraum und ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht mit den Bennets und werde da auf jeden Fall dranbleiben an der Geschichte und mir die weiteren Teile dann auch mit zulegen, denn ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Es ist zwar eine erotische Liebesgeschichte, aber die Erotik steht hier definitiv nicht im Vordergrund. Wir haben hier so 3 bis 4 erotische Szenen in dem Buch. Ansonsten natürlich die Gedankengänge so von wegen, ah, sie sieht so toll aus und oh, er riecht so gut und keine Ahnung, was da nicht immer kommt. Die sind natürlich noch da und dann wird sich natürlich auch angeschmachtet. Aber es hält sich für mich alles noch im Rahmen und ich finde es nicht zu viel und zu übertrieben. Und ja, ich mochte Diamonds for Love einfach sehr. Ich kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen und ja. Ich mag die Charaktere vor allem. Die sind ganz, ganz toll, die sind bodenständig, die sind normal. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Diamonds for Love hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Ich mochte die Geschichte, die Charaktere und alles, was da drum und dran noch war. Und werde da auf jeden Fall bei dieser Reihe dranbleiben und mir so nach und nach die Bücher dann auch immer mal mitholen. Dann habe ich im Januar meinen ersten Agenten-Thriller gelesen, und zwar Orphan X von Craig Hurwitz. In diesem Buch geht es um Evan, und Evan ist ein Waisenkind und wird als 12-Jähriger von der Regierung rekrutiert quasi und aufgezogen und wird als Serienkiller quasi ausgebildet, also quasi à la James Bond, so ein Agent. Und Evan stellt dann aber irgendwann alles in Frage und löst sich von der Regierung und verschwindet und taucht unter. Und er möchte aber mit den Fähigkeiten, die er hat, Gutes tun, und so gründet er quasi, naja, keine Organisation, aber er ist ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, der Nowhere Man und hilft halt armen, unschuldigen Menschen. Und eines Tages gerät er dadurch in ziemliche Gefahr, denn auf einmal ist man hinter ihm her. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte Evan als Charakter total. Ich fand die Nebencharaktere toll. Aber ich hatte mit dem Schreibstil so ein bisschen meine Probleme, denn es wurde hier sehr viel analysiert und es wurden sehr, sehr viele Details genannt. Also es wurden Schusswaffen explizit benannt, was weiß ich, ihr kennt ja sicher alle hier, Walter, PPK, irgendwas, Gedöns, und dann, da stand nicht einfach Pumpgun oder sowas, nein, dann stand der Name da der Waffe, und dann ist man sehr ins Detail gegangen bei diesem Ganzen, auch wo die gekämpft haben, da haben die sich nicht einfach geschlagen und gedreht, nein, er brachte seinen Gegner mit einem Wong Tang, Wong Hang, irgendwas Kick zu Fall, und du denkst dir so, kenn ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Weiß ich nicht, was das soll. Und ja, dadurch hatte ich halt so ein bisschen meine Probleme mit dem Schreibstil, weil das für mich alles irgendwie nicht so greifbar war. Aber ich muss sagen, dass mir das Ganze drum und dran sonst sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich habe mir den zweiten Teil auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Der ist schon erschienen, und ich bin gespannt, wie es mit Evan Smoke weitergeht. Ich werde mir den zweiten Teil auf jeden Fall irgendwann mal mit angucken und lesen. Denn, wie gesagt, die Geschichte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, und manche Autoren lernen ja auch beim Schreiben da dazu, und ich hoffe, dass der Schreibstil im zweiten Teil vielleicht für mich ein bisschen leichter von der Hand geht. Vielleicht einfach, weil ich es schon kenne, oder vielleicht, weil der Autor da nochmal irgendwas abgeändert hat. Ich werde es sehen und austesten, aber ansonsten kann ich sagen, dass mir Orphan X wirklich gut gefallen hat, und wer Bock auf so einen Agenten-Thriller hat, sollte sich Orphan X auf jeden Fall mal angucken. Ich finde, es lohnt sich, und ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich beim Lesen, wie gesagt, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Dann im Januar habe ich gelesen Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist der erste Teil der Königreich der Schattenreihe. Dieses Buch war unglaublich gut. Ich habe es geliebt. Ich habe die Geschichte geliebt. Ich habe die Charaktere geliebt. Ich habe diesen Plot-Twist, der auf Seite 50 aus dem Nichts kam, den habe ich geliebt. Diesen Ansatz der Geschichte, den fand ich toll. Und ja, Sophie Jordan hat hier einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben in einer ganz, ganz tollen Welt, die ich auch so noch nicht gelesen habe. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ich kann euch Die wahre Königin, was das betrifft, auch nur empfehlen. Jeder, der gerne Jugend-High-Fantasy-Bücher liest, wo auch die Liebesgeschichte mal so ein bisschen weiter mit im Vordergrund wieder steht, der sollte sich Die wahre Königin auf jeden Fall angucken. Es lohnt sich. Und wie gesagt, tolle Charaktere, tolle Handlung, toller Schreibstil, ein tolles Setting. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisst habe, war wieder mal die Karte vorne im Buch. Ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten, mir das Ganze vorzustellen. Aber das ist ja immer so Ansichtssache, das ist ja so eher immer meine persönliche Schwäche mit dem Worldbuilding, wenn ich keine Karten habe, mir die Abstände und sowas vorzustellen. Aber ansonsten kann ich ja sagen, dass Die wahre Königin ein ganz, ganz tolles Buch gewesen ist, was mich super unterhalten hat und was ich sehr gemocht habe. Und ja, was ich euch auch wirklich nur empfehlen kann. Und ich mag diese Geschichte sehr, und ja, Sophie Jordan hat ihr ein ganz, 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 ganz tolles Buch geschrieben. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Speicherkarte kurz ein bisschen leer gemacht, also irgendwas stimmt mit meinem Computer nicht. Ich habe jetzt, um 2 Dateien zu verschieben, eine halbe Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, ich habe den jetzt ausgemacht und mal neu gestartet. Und jetzt ist mir kalt, jetzt muss ich meine Jacke mal wieder anziehen. Moment.
So, ziehen wir uns mein Jäckele wieder an, weil jetzt wird es echt hier irgendwie ein bisschen frisch. So, ein paar Bücher haben wir noch, die ich euch im Lesemonat noch zeigen wollte. Und zwar, eins von diesen Büchern ist Wildfire von Lynn Raven. Das war eins meiner Bücher für die 18-für-18 Challenge. Ich habe im Januar gleich zwei Bücher meiner 18-für-18 Challenge gelesen. Und Wildfire war eines davon und ich muss sagen, oh, es war ein Buch, was okay war. Aber es hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Also die Geschichte war ganz nett, die Charaktere waren so, ging so und das Ganze drum und dran war auch okay. Also ich war ein bisschen enttäuscht von der Geschichte, denn ich habe damals die Blutbraut von den Raven als Hörbuch gehört und das fand ich richtig gut. Und ja, Wildfire war einfach nicht meine Geschichte. Es geht ja um Djinn und Hexen in diesem Buch und irgendwie, ich weiß nicht, das Buch war nicht mein Fall. Also es war ein Buch, was okay ist, aber definitiv kein Buch, was ich euch empfehlen würde zu lesen. Also ihr müsst das nicht lesen. Ihr habt dann nichts verpasst, wenn ihr es nicht lest. So leid, wie mir das tut, dass ich das sagen muss. Aber ja, war jetzt auch nicht so 100% mein Buch, aber ich habe es jetzt gelesen. Es ist Gott sei Dank ein Einzelband und ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, jetzt auch nicht sagen. Dann habe ich noch im Januar gelesen den zweiten Teil von Götterfunke, Hasse mich nicht. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Er ist genauso kitschig, klischeehaft wie der erste Teil. Und kennt ihr das? Es gibt Jugendbücher, da stört mich das extrem, wenn die Charaktere ein bisschen naiv sind und noch nicht so über ihre Handlung so nachdenken und so, wie bei Morgentau zum Beispiel. Da mich das total genervt. Aber es gibt Bücher wie Götterfunke, da stört mich das überhaupt nicht, wenn die Protagonistin streckenweise ziemlich naiv ist und ihre Handlungsweisen nicht so 100% nachvollziehbar sind. Ich weiß immer nicht, was das Ganze ausmacht, aber Götterfunke ist definitiv ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich mag den zweiten Teil genauso, wie ich den ersten mag. Ich fand, der zweite Teil hatte wieder einiges an Überraschungen für uns bereitgehalten. Und ja, ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Ich bin so gespannt, wie die Geschichte rund um Jazz jetzt ausgeht und was mit den Göttern noch alles passiert. Und ach ja, ich fand es einfach ganz, ganz toll. Was diese Thematik mit der Wette betrifft, das habe ich zum Ende irgendwie nicht so hundertprozentig verstanden mit diesen 60 Tagen, dass die dann schon irgendwie um waren und dann, hä? Naja, egal. Aber das war halt eine so eine Sache, die mir im Buch so ein bisschen aufgestoßen ist, aber das war auch so das Einzige. Ansonsten fand ich die Geschichte ganz, ganz toll und ich mag sie sehr. Ich mag die Charaktere, das Ganze drum und dran. Und ich kann euch Götterfunke wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Bücher über die griechische Mythologie lest. Bücher, die kitschig, schmalzig und richtig tolle Jugendbücher sind, so à la Twilight. Dann schaut euch Götterfunke von Mara Wolf auf jeden Fall an. Ich mag es sehr und kann es euch nur empfehlen. Und freue mich dann auf den dritten Teil, wenn der im März erscheint. Dann habe ich im Januar noch dieses Buch hier gelesen, Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. In diesem Buch sind vier Kurzgeschichten drin von Nalini Singh und es sind erotische Kurzgeschichten. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Geschichten halt sehr, sehr kurz waren, hat man an manchen Stellen so hier und da gedacht, so irgendwie könnte das jetzt mehr sein, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass es Kurzgeschichten sind. Ansonsten mochte ich die erste Geschichte am meisten, die zweite Geschichte war am wenigsten mein Fall, die war irgendwie ein bisschen strange. Also irgendwie dieser Ansatz der Geschichte, das war irgendwie nicht so meins. Aber ansonsten fand ich die Charaktere gut. Natürlich sind sie übertrieben und überzogen. Es sind erotische Geschichten. Sie sind jetzt nicht wirklich realitätsnah. Also davon darf man bei solchen Büchern auch nicht ausgehen. Aber ansonsten mochte ich die Geschichten sehr. Ich fand, wie gesagt, es sind vier gute, knackige, kurze Geschichten, die man sich so über Tage mit einteilen kann und mitlesen kann. Und ja, Nalini Singh ist sowieso eine Autorin, wie ihr wisst, die ich sehr, sehr gerne lese und die ich absolut vergöttere für ihre Gestaltenwandlerreihe. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch auch mitzulesen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf erotische Kurzgeschichten habt, dann schaut euch Versprechen der Sehnsucht auf jeden Fall an. Ich mochte es und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Dann kommen wir zu dem nächsten Buch von meiner 18 für 18 Challenge. Das war das erste Buch, was ich im Januar gelesen habe und beendet habe. Und ja, es war dieses Buch hier, Stardust von Lissa Price. Und wer mein Video dazu gesehen hat, weiß jetzt schon, dass mir das Buch auch nicht wirklich so gefallen hat. Das Buch ging gut los. Ich fand den Anfang der Geschichte sehr, sehr gut. Ich fand die Idee der Geschichte sehr, sehr gut. Aber irgendwie ging dieses Buch dann nach 150 Seiten steil bergab. Ich mochte die Protagonistin nicht mehr. Ich mochte den Verlauf der Geschichte nicht mehr. Das war irgendwie alles merkwürdig. Ich konnte das alles irgendwie nicht mehr verstehen und nachvollziehen. Und ja, es war dann zum Ende hin nicht mehr meine Geschichte. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, den zweiten Teil zu lesen. Ich habe den zwar schon zu Hause auch. Aber ich habe kein Bedürfnis, diese Reihe irgendwie fortzusetzen. Und ja, die werden definitiv wieder bei mir ausziehen. Also Stardust war definitiv auch nicht meine Geschichte.
wie gesagt, ich hatte im Januar einige Geschichten, die nicht meins waren, aber das waren halt auch alles Bücher, die teilweise schon sehr, sehr lange rumlagen und jetzt weiß ich wenigstens, dass es nichts für mich ist und jetzt kann ich sie wieder mit aussortieren und jetzt liegen sie ja wenigstens nicht mehr rum ungelesen und ja. Wie gesagt, Starters war auch so ein Buch, was nicht mein Fall war, was nicht mein Geschmack war, aber so ist es halt manchmal. Es sind halt Jugendbücher und wie gesagt, Jugendbücher, finde ich persönlich, fühle ich mich manchmal einfach schon zu alt irgendwie dafür. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Manchmal verstehe ich das alles einfach nicht mehr und dann kann ich das nicht nachvollziehen und dann ist es einfach nicht mehr meins. Und dann gibt es halt andere Jugendbücher wie Götterfunke, die liebe ich total. Ich kann euch nicht sagen, woran man das festmachen kann, aber es war halt einfach nicht mein Buch. Und dann habe ich im Januar auch noch ein Buch abgebrochen. Das habe ich in keinem Video erwähnt, weil ich habe es ja nicht gelesen. Ich habe es abgebrochen nach 100 Seiten. Das war ein gemeinsames Lesen, was ich mit Ronja und Kati hatte. Hallo ihr zwei, seid gegrüßt. Die beiden haben das Buch komplett bis zum Ende durchgezogen, in unserer Gruppe dann noch immer darüber geschrieben. Ich habe dann mitgelesen und habe gelacht, weil die beiden sich auch immer nur über dieses Buch aufgeregt haben. Ich werde auch diese komplette Reihe abbrechen und zwar rede ich von Night School, der den Zweifel sieht. Das ist der zweite Teil der Night School Reihe und die Protagonistin regt mich einfach nur auf. Ellie ist, also ich weiß nicht, was ich zu ihr sagen soll. Sie benimmt sich wie eine Zwölfjährige, tut aber immer total erwachsen. Also aus ihrer Sicht ist sie total erwachsen von ihrem ganzen Verhalten her. Wie gesagt, benimmt sich aber wie eine Zwölfjährige und damit komme ich absolut nicht klar. Und diese Stimmungsschwankungen, die sie hat, dieses heiß-kalt und dann auch dieses Ding mit Carter, das... Nein, es war einfach nicht mein Fall. Wie gesagt, ich war ja beim ersten Teil schon so zwiegespalten, ob ich weiterlesen sollte oder nicht, weil der erste Teil ja auch schon ein bisschen nervig war. Aber ich dachte, gib dem zweiten eine Chance, vielleicht wird es besser. Aber nach 100 Seiten habe ich gesagt, nee Leute, sorry, ich bin raus. Das wird hier immer schlimmer, das wird nicht besser. Ich will die Geschichte nicht weiterlesen. Ich habe da keinen Bock drauf, meine Lesezeit mit zu verschwenden. Ich habe für mich einen Vorsatz dieses Jahr gefasst. Ich werde Bücher schneller abbrechen und meine Lesezeit nicht mehr mit Büchern verschwenden, die ich eigentlich gar nicht lesen will. Und einfach nur denke, du hast dieses Buch geschenkt bekommen, lies es. Oder du hast dafür Geld bezahlt, lies es. Oder. Nein, ich möchte meine Lesezeit für mich haben. Ich habe hier einfach so einen hohen Sub, dass ich rigoros jetzt aussortiere. Ich habe auch jetzt im Februar schon wieder ein Buch abgebrochen. Welches das ist, verrate ich euch dann zu gegebener Zeit. Aber ich möchte einfach meine Lesezeit mit Büchern füllen, die ich liebe, die ich gerne lese, die mir Spaß machen und nicht mit Büchern, die mich im Endeffekt vielleicht noch in den Leseflaute rutschen lassen. Also sowas gibt es ja auch, deswegen habe ich für mich entschieden, dieses Jahr auch Bücher rigorose abzubrechen und wie gesagt Night School. Nach 100 Seiten war es absolut nicht meins und nachdem wie Kati und Ronja da sich darüber ausgelassen haben und aufgeregt haben, was dann noch in den einzelnen Szenen passiert ist. Also sie haben mich ja dann immer gespoilert und haben mir die Szenen beschrieben. Ich habe mir nur einen Kopf gefasst und habe gedacht, Gott sei Dank hast du mit dem Scheiß aufgehört. Ich war froh, dass ich das Buch abgebrochen habe. Ich hätte mich da einfach nur rigoros drüber aufgeregt die ganze Zeit und deswegen ja. Night School ist die erste Reihe, die ich abbreche dieses Jahr und die definitiv wieder ausziehen wird. Ich habe auch schon jemanden, der die Bücher haben möchte und deswegen ist das Thema Night School für mich hiermit. Das war mein Lesemonat vom Januar. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, wie immer gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.